Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits. Und wir sind in Frankreich unterwegs. Wie nennt man sich das hier noch uns? Arras. Arras. Wir sind aber keine Arras. Hier ist erstmal Schickimicki. So ein Wasserloch. Kehens, das sieht gut aus. Da ist der Kirmes. Da stehen wir. 0, nix. Ich habe abgeschlüsselt. Ja, und das ist eine Kirmes, die, glaube ich, 6 Wochen. Ja, ziemlich lange. Der macht Capoeira. Der macht Krav Maga da. Sag ich ja. Ja, Capoeira ist ein Breakdance, ohne cool zu sein, ne? Ja. Genau. Und hier sind 2 Counts stehen. Und das ist ja etwas, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und dann machen wir uns natürlich auf die Socke nach Frankreich. Haben das auch mit anderen Dingen kombiniert. Aber ja, wir gucken mal, was hier steht, was hier geht. So Leute, wir wollen euch ein bisschen mitnehmen. Ich werde jetzt natürlich ein bisschen wieder schreien. Und Booster 2 oder Booster 2 ist hier ja, Propeller. Ist das, ich habe da halt echt null Plan, was ist Fabri? Es ist Fabri. Ha, ich habe doch Plan. Ja, Tagada auch hier, nennen wir das bei uns Hüpfer, Hopser. Okay, da musst du hochklettern. Da wird nicht irgendwas vorgebaut, dass du hochkommst. Finde ich ganz cool, weil die Schüssel ist gestaltet wie ein Taxi und es geht durch New York. Dann hast du noch mal Traversen davor mit Moving Heads dran, aber auch irgendwie Deco Truss als Geländer, damit du da nicht reinrennst. Aber gut, spannend ist auf jeden Fall der Weg nach oben. Hier. Er sagt die ganze Zeit nichts. Ja. Wir haben hier ein Air One Max von KMG. Air One Max, glaube ich, von KMG. Dieser V-förmige Arm, ne, an dem das Ding hin und her schaukelt. Crazy. Ja, große Schaukel gegenüber Autoscooter. Und da ist auch. Alter, was? Erstmal 8 Moving Heads vorne an den Scooter hängen. Logisch. Ja, wie gehen wir am besten weiter? Da lang. Ja, Kinderkarussells, Verlosungen, das Übliche, was man so kennt. In rauen Mengen. Und ich glaube, wir starten jetzt gleich, die Bügel werden zugemacht, damit ihr das Ding auch mal kurz in Action seht. Eine Besonderheit hier in Frankreich ist auch zum Beispiel bei den Kinderkarussells, da gibt es dann ein Plüschtier, an dem ist ein Bomsel, hier so Fäden und dann ist halt die Mitarbeiterin, die hat das Vieh an der Leine und lässt so und runter springen und du fährst ja die ganze Zeit im Kreis dran vorbei und wer dann dieses Ding gegriffen bekommt und abkreist, bekommt eine Freifahrt. Kennt man dann etwas wilder auch bei den Kettenfliegern hier, aber fängt halt im kleinen Kinderalter schon an. Die Boxautomaten, alles steht in mehreren Reihen. Die Greifer sind hier, weiß nicht, so 20 Stück oder so. 4 Reihen. Ja, also 4 Reihen auf beiden Seiten, die Greifer. Hier geht der Punk ab, glaube ich, wenn hier voll ist. Das sind nur noch Massenabfertigung. Alter. Also Leute, der Slingshot hier hinter mir, der hat einen absoluten Arschplatz. Das ist ja nicht nur so ein Gasse-Reihe-Ecke-Ding, sondern eine Seite ist nur Wellblech von dem Bowling Center. Gut, dann haben wir hier irgendwas Jump. Komm, komm, was haben wir hier für ein Jump? Tiki Jump, nee, Maxi Jump. Maxi Jumping, Maxi Jump. Man weiß es nicht genau. Maxi Jump steht oben, Maxi Jumping steht unten. Also ja, und da steht auch Maxi Jumping. Man weiß es nicht. Aber es wird maximal jumpen, denke ja, ich. Denke ich auch, ja.
Also vielleicht noch ergänzend zu dem Scooter, dass er sehr ungepflegt ist und eine komische Plattform am Anfang hat. Die hängen aber so ein bisschen Moving Heads, auch irgendwie vertikal Fogger von der Decke runter, das ist ganz nett. Da hinten hängen Lampen ohne Ende. Es sind doch mal so Traversentower mit Ablightning, wo Moving Heads drauf sind. Da läuft eigentlich jeder gegen, ich weiß es nicht. Nebelmaschinen da auch auf dem Boden. Und Blue Fire hat Uschi ja gerade entdeckt, es ist kaum pixelig und so faul beim Ausschneiden des Bildes, ja, dass der hinter der Traverse der Schiene der Himmel noch drin ist. Oh ja. Aber auch der Getränkautomat ist schön. So wie der Patrick da oben. Mein Kind gemalt da. Der Patrick da oben sagt, töte mich. Da ist eine von zwei Achterbahnen, ein Wacky Worm und ich sitze jetzt vorne. So, Techno Power haben wir auch noch auf der Ecke. Das ist von der Beschickung sehr ähnlich zu einer Kirmes, wo wir letztes Jahr waren, die dann schon abgebaut war zum Teil übrigens. Oh, und da ist die Berittene. Nein! hier ist gerade ein bisschen Chaos gewesen. Erstmal wären wir fast dran gewesen, da kam aber eine Armee von einer Familie und haben erstmal alles blockiert und dann konnte sie aber auch nicht weiter kassieren. Ich glaube, das ist sogar ein Plakat von dem Typen, der hier rumrennt. Denn hier rennt einer rum, der scheint wichtig zu sein, der hat Staff dabei, der hat drei Polizisten dabei und eine riesen Bagage an Leuten und der also scheint irgendwie dieser komische Popsänger hier zu sein, der auf dem Plakat da ist. Guck mal. Auf jeden Fall musste er auch mal in die Kasse für ein Foto und eine Insta-Story. Aber jetzt haben wir unsere fahren Schiebes. Natürlich nicht. Und ja, wenn wir das überleben, ist das heute ein starker Tag. Also ich wurde von einem Geier gebissen, habe eine Achterbahn geschrottet und habe das überlebt. Aber das, es wird immer grenzwertiger. Wir sind noch nicht zu Hause. Hier gegenüber von der Genie-Achterbahn hier ist auch ein Atlantis-Tower. Das ist ein, sowas wie ein Starflyer, aber es ist ziemlich klein und ja, man weiß nicht von wem das ist. Also, nee. 5 Euro. 5 Euro? Ich finde auch 4 Euro hier schon stabil, ey. Also, die Preise sind schon hoch, finde ich, für hier so einen Block. Den Wurm gefahren, der fährt sich echt gut, also wirklich, hast du ja auch gesagt, der fährt gut und hat auch, ist auch für Frankreich sehr guten Pflegezustand, hat aber so Gleitplättchen überall angeschraubt, dass wenn du den stapelst, den ganzen Kram beim Transport, da nicht immer alles aufeinander liegt und zerkratzt, das ist voll schlau und überall, wo irgendwelche Lämpchen oder sonst was sein könnte und oder ist, sind Steckdosen. Also nicht immer Strippen ziehen, sondern du hast wahrscheinlich haben sie die Kabel innen drin verlegt, Dose dran, fertig aus Mickey Maus. Sage ich jetzt, ohne Ahnung von Elektrik zu haben und andere sagen, jetzt bist du blöd, da kommt beim Transport Wasser rein und dann steckst du es an und alles explodiert. Naja, das ist auch ein Effekt. Wir gehen mal weiter. Wir haben Breakdance, den Magic Dance. Nicht zu verwechseln mit dem Funhaus, was wir eben kurz gesehen haben, dem Party Top Dance. Nee, Super Top Dance. Super Top Dance. Das ist der Magic Dance. Hier wird nicht gesportet, Kinder. Und hier hast du hier mit Absperrung. Also du kannst hier nicht einfach reinrennen. Du musst
Du kannst den nicht noch von da hinten nehmen, sondern erst von hier, um hier reinzurennen. Also es ist auf jeden Fall deutlich erschwert, hier auf die Platte zu rennen, und du darfst dich hier halt auch nicht aufhalten. By the way, ist das auch die Zukunft für die deutsche Kirmes? Stellt euch darauf ein, irgendwann Geländer, Absperrung, und du bleibst hier unten stehen. Man muss die Leute vor sich selber schützen. Man sieht halt auch, dass es kein deutscher Breakdance ist. Man sieht dieser Flugrost oder richtiger Rost und sowas, verbogene Bleche an den Seiten. Sowas gibt es in Deutschland einfach nicht. Ja? Ein Lob an alle Schausteller. Wie geleckt sehen eure Geschäfte immer aus. Ne? Und ja, Dragon Zabella Power Coaster, wie man es kennt, hinter mir, ein Hus Ranger. Ich habe das schon mal erzählt, die gibt es noch. Aber ja, müsst ihr nach Frankreich auf die Kirmes, ist gar nicht so weit. Das letzte Mal in Frankreich habe ich ihn in Südfrankreich gesehen. Aber keine Sau da drin, aber man schreibt auch dran, dass es Hus ist. Voll geil, dass er am Start ist. Und jetzt haben wir auch noch einen Polyp. Und ja, ein bisschen witzig, weil... Also der Uschis Reaktion auf den Oktopus in der Mitte, könnt ihr euch jetzt eben reinziehen. Geiles. Hier unten steht Pussy Octo. Nicht Octopussy, aber wenn man sich das Logo anguckt, haben die schon mal einen anderen Octopussy gesehen. Und wir kritisieren ja oft, dass es in Deutschland voll oft kein Gezapftes gibt. Pass mal auf. Mega geil, oder? By the way, der Ranger funktioniert auch und läuft. Der lief eben, als wir angekommen sind, habe ich den von Weitem einmal oben rumfliegen sehen. Aber es ist echt keine Sau gerade da. Und wie man das hier kennt, fährt der auch nicht mit zwei Leuten. Nimmt auch 6 Euro pro Person. Und da sind noch ganz viele andere Zettel, die irgendwas beschreiben, erklären. Man weiß es nicht so genau. Aber mega geil, dass so ein Ding noch am Start ist, ey. Also, ab nach Frankreich mit euch auf Kirmes. Thank you.
und damit sind wir durch, würde ich mal sagen. Kleine, nette, süße Kürbisse in Frankreich. Schon wilder und verrückter erlebt, aber entspannt. Schönes Wetter. Jetzt die Sonne geht jetzt unter. Jetzt fangen die Lichter an zu blinken. Da fahren wir natürlich. Also das ist ein Tagesausflug hier von uns. Also nicht nur hierhin, sondern mit ein paar anderen Sachen. Keine Geisterbahn, das hat uns etwas schockiert. Aber sonst solide, stabile Kirmes in Frankreich. Und ja, das ist Nordfrankreich, ne? Das ist halt zu sehr geprägt von uns noch. Fahren wir nach Südfrankreich, da wird es richtig crazy. Beziehungsweise guckt die alten Videos von uns, wo wir schon in Südfrankreich auf der Kirmes waren. Und wir werden euch auch demnächst noch viel bekloppt jetzt zeigen. Jeden Tag 18 Uhr neues Video auf dem Radio-YouTube-Kanal. Und wir sehen jetzt raus, hier ist die coolsten Euro. Ich bin euer Professor, Radio-Video-Magazin. Peace!